Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wenn ihr euch erinnert, hier sind wir letzte Folge stehen geblieben. Für euch sind es bloß 2 Tage, ja, die vergangen sind, aber für mich ist es schon fast wieder eine Woche her. Deswegen muss ich erstmal so ein bisschen gucken. Wir mussten auf jeden Fall den Ausgang finden. Haben hier gut aufgeräumt, aber ich habe gar nicht gesehen, was wir jetzt freigeschalten haben. Durch die Bruthöhle müssten wir ja jetzt freigeschalten haben, dass wir ein paar Leute mehr übernehmen können. Und den Langhals konnten wir sowieso unmöglich. Gesperrt. Entsperrt war das Krokodil. Unmöglich. Gesperrt. Ja, die können wir auch noch nicht übernehmen. Oder wir müssen die Höhle halt wirklich erst abschließen. Kann natürlich auch sein. Lass mal gucken. Ich hatte mich ein Stück verrückt letzte Folge. Ja, so passt das. Und ja, wir fangen wieder mit einem Kommentar von euch an. Nick hatte gefragt, ob das eine Zockerbrille ist. Ich ab und zu mal auf hab. Das gute Stück hier. Ja, Zockerbrille ist, ja, ist halt ein eingebauter Blaulichtfilter drin. Im Glas. Blaulicht soll ja angeblich so schädlich sein, keine Ahnung. Die setze ich aber wirklich nur auf, wenn ich jetzt sage, gut, ich zock den ganzen Tag am Rechner und bearbeite dann hinterher noch was. Also wenn ich wirklich mehrere Stunden dran sitze. Eins rauszugehen. Das wird es doch jetzt nicht schon gewesen sein, ha? Mit der Höhle? Ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann droppt es mir ruhig rein in die Kommentare. Okay, die wurden gerade mit dem Schuss weggemacht da unten. Und die haben Pirscher gesagt. Das beruhigt mich natürlich überhaupt nicht. Ich höre ihn bloß, aber ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Ach, da oben. Da oben war er. Ist das derselbe oder sind es 2 Stück? Wir machen halt viel Damage mit unseren Pfeilen, ne? Aber der wird uns nicht viel bringen. Das sind hier Bomben oder was? Habt ihr das Geräusch gerade gehört? Okay. Da ist er. So, damit müsste die Waffe weg sein. Uff. Oh, sehr schön. Kritischer Treffer. Schieß. Das hat doch gut geklappt. Derbnisspule. Ein Typ, ey. Gut, bedeutet aber auch jetzt, dass die Kultisten hier nicht mehr ganz so gut gestellt sind.
Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Da ist doch schon wieder ein Pirscher. Diesmal habe ich einen Klei gesehen. Hier ist er mal reingegangen. Ist halt bloß mal interessant zu wissen, wo der Pirscher jetzt auf einmal herkommt. Machen wir den? Oder lassen wir den? Da oben auf dem Langhals sind auch noch Items, ne? Auch was Lilanes dabei, da müssen wir hoch. Also müssen wir auch den Pirscher machen. Ganz leise. Sei still, oder er tötet uns alle. Dein Ende ist gekommen. Oh, wo ist der? Da oben ist noch einer. Oder was? Zack. So, das war die Knifte. Ja, komm doch. Ich bin vorbereitet diesmal. Also nicht ganz so vorbereitet wie sonst, aber. Vielleicht müssen wir da rauf und die schnappen. Wie wär's, wenn ihr euch den Pirscher erstmal schnappt, bevor ihr mich schnappt? Junge. War natürlich auch so ein bisschen ein Fehler von mir, da gleich reinzugehen. Rockdraht nehmen wir wieder mit. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ach, jetzt habe ich wieder das Falsche genommen. Mist. Ich glaube, in meinem ganzen Let's Play habe ich noch nie einen einzigen Gesundheitstrank benutzt. Ja, wir haben trotzdem noch genug Gesundheit, Leute. Das ist kein Grund zur Panik. Jetzt nochmal, ob ich hier oben auf den Langhals drauf komme. Epische Items kann ich natürlich nicht zurücklassen. Übelst geiles Moos. Schockschutz. Nice. 3 Heilpflanzen. Etwas Vorrat. Ich würde mir sogar ein bisschen Moos mitnehmen, wenn das gänge, für meinen Bonsai. Ich habe unten da versucht, ein bisschen Moos anzusetzen. Ich kann euch da ja mal ein Bild reindroppen, wenn ich dran denke. Aber das greift irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich da spezielles Moos dafür brauche. Ja, wenn ihr da Bonsai Mains seid oder so, dann droppt mir das gerne in die Kommentare rein. Sagt, yo Pete, guckt ihr am besten mal diese Pirscher, ey. Holy moly. Damals hat mich schon ein einziger Pirscher gekillt. Und jetzt muss ich hier gegen sonst wie viele ran. Immer noch der Gesundheitstrank. Das wird nicht der letzte Pirscher gewesen sein. Halt richtig gemein, dadurch, dass die noch so getarnt sind, ne? So. Der Liebe der Sonne vor allem. Ja, wir müssen da hoch.
sehe aber auch gerade keinen. Den Pirscher. Ja, einfach losgehen, oder? Wo bekommt den ja nie zu sehen, den Boy, also. Vielleicht war es das auch schon. Vielleicht ist sie auch gar keiner mehr und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken. Richtig gemein, die Dinger, ne? Die hinter ihn verraten. Tja. Ich geh jetzt einfach, oder? Trotzdem schleichen. Wir haben ja noch unser Turn-Outfit an. Dann kennen wir uns jetzt ja. Oh, Shitteroni. Habe ich gar nie gesehen. Die Säule muss ich hochklettern. Einfach schnell sein. Puh. Sieht zwar ein bisschen schmerzhaft aus hier irgendwie, aber... Okay, das kann ich nicht mehr überbrücken. Das wäre eine crazy Brutstätte, Leute, ey. Ich bin fast draußen. Da vorne geht's schon wieder rund. Sieht aber aus wie Wächter nur. Nur Wächter. Anführungszeichen. Die Lobe zunutze machen. Stark geschossen. Pete Peterson. Oh, nicht hier runterfallen. Gut, ist natürlich ein Vorteil für uns, wenn die sich hier gegenseitig die ganze Zeit so abschlachten. Dafür, dass ich mich das letzte Mal eigentlich schon aus der Brutstätte hier verabschiedet hatte, ist sie noch relativ lang. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Wir können aber mal so ein Ding einnehmen. Mit F. Ja. Ist falsch eingenommen jetzt? Hier ist das. Nutze ich so gut wie überhaupt nicht da unten die Tränke. So. Gut, krasse Brutstätte, ich muss es nochmal sagen. Ich dachte, da pfeift jemand. So, na gut. Problem ist hier, ob noch was kommt, hä? Ich glaube nicht, dass hier oben noch was kommt. Ah, da waren das wieder die zwei, die hier am Eingang standen, oder? Die wir als erstes platt gemacht hatten. Deutet aber auch, dass das ganze Lager jetzt nachgespawnt ist, oder? Ich hoffe ja trotzdem, dass wir jetzt noch ein paar Maschinen freischalten dürfen können. Tja, so viel zu ihrer Bergungsmission. Sie hätten sich darauf etwas so
Ah, jetzt, Pirscher, Behemoth, Feuer. Ah, okay, nice. Du kannst dich vor unserem Zorn nicht verstecken. Ich muss den Kampf gewinnen. Haben auf jeden Fall gut Damage bekommen. So, da krallen wir uns doch mal hier die Stufe 30 erreicht, Leute. Nur so, by the way. Wisst ihr, was das bedeutet? Uff. Todbringer-Gewehr gönnen wir uns. So, da haben wir noch ein Gewehr sogar. Nicht schon wieder. Das brauchen wir halt immer, ne? Es wäre nice, wenn wir das herstellen könnten. Ah, nee. Stufe 30 erreicht, Leute, by the way. Ihr wisst, was das bedeutet. Nice. Da gucken wir uns jetzt die Frozen Wilds an. Ich würde die zumindest gerne noch betreten wollen. Wie klingt das hier ganz komisch? Wir betreten die Frozen Wilds noch. Wir haben das gemacht, die Metallblume. Wollen wir uns die noch snacken? Da vorne. Was für ein seltsames Ding. Da. Gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen Unfrieden stiften. So, wir übernehmen den. Der Gegner hat mich im Visier. Immer hinten auf diesen Panzer schießen. Wenn wir die Möglichkeit haben. Zum Brennen. Sehr schön. Macht die Sache etwas leichter. Zack. So, dann war es bloß noch einer. Nice. Kühlsaft. Hohlrückenherz. Und hier haben wir sogar was Lilanes dabei. Schadenspule. Sehr schön. So, Leute, ich gehe jetzt noch zu einem Händler fix. Wir gucken mal, ob wir vielleicht hier oben bei den Frozen Wilds schon einen Händler hatten. Sieht nicht so aus. Lagerfeuer, Lagerfeuer.
Hier ist ein Händler. So. Handle mit Händler. Verrückte Sache. Leute, haben wir schon. Wir verkaufen jetzt erstmal alles, was wir nicht brauchen. Hallo? Ja. Zum Verkauf. Ach, kann ich das markieren? Das ist natürlich nice. Was behalten wir? Das kann verkauft werden. Ich brauche nicht so viel von allem. 4 solche Sachen reichen eigentlich zu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das können wir verkaufen. Fettes Fleisch. Bis jetzt nie gebraucht, das fette Fleisch. Verderbniswurzel kann man verkaufen. Knochiges Fleisch. Nie benutzt. 1, 2, 3, 4. Das kann weg. Das können wir auch verkaufen. Das geht leider nicht. So. 7.800 Scherben. Ich hätte gern was richtig für den Fronteinsatz. Teile überzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Genau sowas. Den Elementen zu trotzen wäre auch nie verkehrt. Eine Panzerrüstung. Yes. Wieder ausrüsten. So. 800, das ist glaube ich die wir jetzt haben, oder? Gucken wir ganz kurz. Nope. 32er Tonnung hat die. Und 30er Tonnung geht die erst los. Da holen wir uns die Tonnenrüstung noch dazu, Leute. Yes. Rüsten wir auch direkt aus und können natürlich jetzt die anderen Rüstungen verkaufen hier. Gut, das hat Tap gemacht, das behalten wir. Das verkaufen wir. Gut, das ist gegen Verderbnis, das ist gegen Elektroschaden. Das wird unsere Rüstung gegen zum Kämpfen allgemein sein und das ist unsere Tonnenrüstung. Sehr schön. Nice. Oder so einen schönen Schulterschutz dazu. Rüsten uns die Rüstung noch aus. Applikationen. Das war glaube ich bei Herstellen, ne? Genau. So, haben wir hier was für Tonnung? Tonnung. 13% plus und 12% plus. Oh, natürlich hier drauf. 12% plus. 56er Tonnung. Die dürften uns ja eigentlich gar nicht sehen. Hier können wir noch Elektroschutz drauf machen. Schockschutz. Mal 81er Schockschutz. Und hier Nahkampfschutz und Feuerschutz. Nahkampfschutz, Fernkampfschutz. Ja. Machen wir ein bisschen was für den Fernkampf. Und Nahkampfschutz. Nice. Haben wir wenigstens mal eine Rüstung, wo wir sagen, gut, wenn es mal hot auf hot kommt, rüsten wir die aus. Haben noch 3 Fähigkeiten, Leute. Ich will es euch ja nicht vermiesen, aber ich denke, die Frozen Wilds kommen erst in der nächsten Folge. Ich hätte jetzt gern, dass ich die Modifikation... Genau das hier, dass ich die wieder entfernen kann. Und zur Not nochmal verwenden kann. Wenn du mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her, ist auch geil, ne? Doppelschuss ist natürlich auch nice. Wir haben jetzt erstmal das draufgeschmissen, was wir hatten. Wir nehmen den Doppelschuss hier, Leute. Oder die Konzentration. Ja. Das ist immer so eine Sache, ne?
Da können wir halt zwei Feuerpfeile oder so gleich abschießen, ne? Wir gehen hier für den Doppelschuss. Aha, nice. Leg dann noch einen Pfeil dazu, sozusagen. So, gut. Wir begeben uns zumindest noch an die Grenze zu den Frozen Wilds. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Der bleibt bestimmt liegen. So. Hier war auch der Bunker, in den wir nie rein konnten, hatten aber noch nichts gefunden, mit dem wir das aufsprengen konnten. Frau ist auch weg, oder? Die hier stande? So, klettern hier hoch. Ach, die stand weiter oben. Genau. Ja, wobei mir die anderen Gegenden immer lieber waren, ne? Das war ein bisschen heller, das war ein bisschen freundlicher. Und Heiztrank. Nehmen wir mit. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Die ferne Vergangenheit reizt mich, Aloy. Nicht meine. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Alter. Unter vielleicht? Nö. Kriegen wir mal hier rüber. Cooler Zeitlupeneffekt. So. Gut, Leute. An der Stelle haben wir erstmal aufzuzocken. Und ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr erfahren wollt, was in den Frozen Wilds dann passiert, dann guckt in der nächsten Folge wieder rein. Nö. Ja. Einen schönen Tag erstmal noch, Leute, und haut rein.